Ich bin Riola Gemaili, spiele Fußball beim FCB Denela, spiele auch im A-Team der Schweizer Nationalmannschaft, mache nebenbei noch eine Lehre bei der Basler Kantonalbank und nebenan bin ich sehr, sehr gerne mit meiner Familie. Also mein Ziel ist jedenfalls, irgendwann dann, in der Stamm-F zu sein von der Nationalmannschaft und dann im Ausland Fußball zu spielen. Also ich verzichte auf vieles, auf Freizeit. Also ich habe fast gar keine Freizeit. Zum Beispiel auch heute ist mein Sonntag und ich habe ein Interview. Aber ich mache es gerne, weil schlussendlich muss man auch viel dafür machen, dass man Profifußballerin sein kann. Und das mal in einer höheren Liga. Und für das verzichte ich gerne auf meine Freizeit. Und es ist auch eine Leidenschaft, die ich an Fußball habe. Und wenn ich meine Leidenschaft jeden Tag ausüben oder ausspielen kann, dann ist das umso schöner. Meine Kolleginnen sagen, du, die Stülpen aufziehen, aber ich sage, nein, ich will das so. Und ich fühle mich auch freier. Ich habe es letztens gerade probiert, aufzutun, aber es hat für mich nicht gepasst, ehrlich gesagt. Ich glaube, so, gerade im Frauenfußball muss so ein bisschen auch einen eigenen Stil haben. Das haben nicht viele Frauen. Und ich glaube nicht, dass du noch jemanden in der Schweiz hast gesehen, der genauso spielt wie ich. Und das ist gerade auch etwas, das auch wie ein Markenzeichen ist, finde ich. Ich glaube, aus früher, also ich habe früher müssen alleine hier in Basel. Ich habe mich selber müssen orientieren. Mit 15 haben sie gesagt, der FCB, jetzt hast du eine Wohnung, hier ist die Lehre. Und dann hast du nicht immer zurück auf deine Eltern können kommen, ja, hilfst mir jetzt bei dem und hilfst mir bei dem, sie sind in Solothurn. Und dann hast du dich selber auf die Reihe müssen kriegen. Und das hat mir, glaube ich, auch geholfen, dass ich dann auch so selbstbewusst sein kann und reifer auch überkomme, denke ich mal.